Jetzt bin ich wieder richtig rum. Endlich. Direkt weg. Wirklich. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute wollen wir eine kleine Reaction starten zum Thema alte Videos. Ja. Mal gucken. Nee, private Videos, die ich privat gestellt habe. Eigentlich habe ich darauf schon reagiert, aber ich habe neue. Soll ich die WG beenden? Fragezeichen. Darauf habe ich natürlich noch nicht reagiert. Da werde ich heute nur halb darauf reagieren. Dann gucken wir uns die schlimmste Nacht an für 2 Minuten und dann gucken wir uns die Fragen für die ganze Zeit an. So, 6 Minuten wird gesagt. Leute, herzlich willkommen zu einem traurigen Video. Zum Endvideo, also nicht das Kanal, sondern meine 2 Freunde. Ihr kennt ja beide meine 2 Freunde, Jason und Vincent. Der eine nicht mehr, Vincent noch, aber der andere nicht mehr. Mit der ich die Elvin-WG. Da haben sich natürlich auch mal wieder viele aufgeregt. Warum Elvin-WG? Vincent ist damit einverstanden, Felix auch. Einer wollte noch, aber ich gesagt, nee. Also der den Namen Elvin-WG nicht akzeptiert, der kommt auch nicht rein. WG geführt habe, also immer noch führe, wahrscheinlich. Ja. Ich werde das Video erst um 16 Uhr hochladen, weil ich weiß nicht, wie der Tag morgen wird. Ich habe jetzt Elvin-Radio extra abgebrochen mit diesem Video. Ich weiß auch nicht mehr, wie spät das ist, weil man diese Uhr habe ich auch nicht mehr, bin ich auch spurlos verschwunden. Ja. Und ich verstehe das langsam nicht mehr. Soll ich die WG beenden? Ist das jetzt ein Thema? Ja, zum Beispiel heute Mittag, wo ich zum Sportunterricht rausgegangen bin. Dann kam ja Jason Vincent. Und den Namen sag ich jetzt nicht. Weil ich keine Freundin hab. Jetzt sind die 3 wieder Single, die mich beleidigt haben. Vincent zum Beispiel. Den möchte auch keiner haben. Weil es ein privater ist. Aber nicht böse gemeint oder so. Übrigens, gute Besserung von meinem besten Freund, weil er liegt aktuell mit einer Mandelentzündung im Bett. Oder mit einer Erkältung im Bett. Also gute Besserung, falls du das Video sehen solltest. Ja. Ich glaube, ich muss den Kanal löschen, LMWG. Den habe ich schon gelöscht. Den alten. Sirke ist eine WG. Fragt euch, wer das ist. Mein anderer Freund. Den ich gern quatsch. Ich habe nur noch 2. Also 2 Freunde reichen in der Familie generell aus. Ich habe noch einen dritten, der wohnt in der Straße. Ob man die als Freund nennen kann, weiß ich nicht. Freunde heißen lachen zusammen. Machen keinen Spaß. Ja, Spaß haben. Und 1 zu 1 nach Hause kommen. Vincent war schon bei mir zu Hause. Felix war schon bei mir 2-mal zu Hause. Nächsten Monat das 3. Mal. Und ihr braucht nicht fragen. Nein, es kommen keine Videos mit ihm. Warum? Weil das die Eltern nicht wollen. Das ist gut. Ich weiß. Aber die anderen beiden reden ja nicht mehr mit mir. Also Vincent, du redest noch mit mir, aber Jason nicht mehr. Ich habe mir heute auch so gedacht. Alles gut. Nee, es ist nichts gut. Jason hockt da oben bei den Mädchen. Jason spielt da unten mit dem 3. Somit, wenn ich den quatsche. Aber einen Tag oder eine Woche kann man immer auslassen oder so. Ja. Ja. Wenn Sie nehmen das Video bitte nicht ernst, es ist privat gestellt und wenn es privat ist, ist es gar nicht mehr wichtig, ist auch gar nicht mehr realisierbar. Realisierbar, so. Also langsam kann ich diese Videos langsam nicht mehr machen mit Ansage und sowas. Weil dann denken die Zuschauer noch, ich muss nur Ansagen-Videos. Nein, mache ich nicht. Ich mache auch Reaction-Content, Gaming-Content. Ich habe eine neue Mod in Minecraft installiert. Die können wir auch noch daddeln, wenn ihr wollt. Muss mal gucken, wie die Qualität von diesem Video hier wird. Also Vincent, keine Ansage an dich, weil du bist auch ein korrekter Mensch. Ist er auch, immer noch. Seit der 6. Klasse sind wir befreundet. Also seitdem wir auf der Schule. Freundlicher Freund eigentlich. Freundlicher Freund. Jason gibt ja mit seiner Freundin an.
Freundin, wenn ich das Wort Freundin schon generell höre, ich könnte die Verwandte fragen, auch, hast du schon eine Freundin, hast du eine Freundin? Du brauchst eine, wo willst du denn sonst das Geld lassen? Nein, ich brauche keine Weiber. Alle Weiber, keine Angst. Ich will euch nicht. Alle hässlich. Alle wollen nur, ihr wisst schon, nur das eine und nee. Sowas gucke ich mir auch nicht an auf Facebook oder sowas, weil Facebook gefühlt zur Porno-Plattform geworden, seitdem ich da angemeldet bin. Und seitdem bin ich nicht mehr auf Facebook, weil das nur Arschlöcher da sind. Und ja, deswegen, Facebook bin ich nicht mehr. Und manchmal, nur wegen meinen Eltern bin ich auf Facebook. Was? Wegen meinem Opa, der ist auch auf Facebook. Freundinnen-Thema. Das werde ich gleich wieder auf YouTube hochladen an der Öffentlichkeit. Ich lösche das nicht, ist scheißegal. Ja, aber du hast es auch privat gestellt. Das bestimmt ich ja noch, ob ich YouTube-Video hole oder nicht. Ich glaube, diese Tage, diese Woche war die Woche war geil. Diese Woche war geil. Also ich hatte diese Woche nur mit Tablets und Laptops zu tun. Ach, die Woche hat er erst 3 Wochen. Heute zum Beispiel muss ich meiner Lehrerin helfen mit Computern. Also ja, musste meiner Lehrerin helfen. Ja, an der Tafel, sag ich ja, sagt, zeig mal die Blonde, wie das funktioniert. Also, ich kenne den Spruch, wer blond ist, blöd. Ich bin auch blond, aber bin ich nicht blöd. Dunkelblond, sag ich jetzt mal. Ja, also, sag ich jetzt mal lieber nichts dazu. Dann musste man Computer, weil wir jetzt im Klassenraum einen Computer haben, wo die Lehrer die Zeugnisse schreiben können und sowas. Dann haben wir noch eine digitale Tafel. Dann haben wir im Hintergrund so ein Apple TV hängen. Dann haben wir es heute ausprobiert, wie das alles, dies, das funktioniert, mit iPad auf der Tafel übertragen. Und dann haben wir noch weitere Tricks gemacht. Dann haben wir ein bisschen Musik gehört. Haben sogar Hamburg, Hagenow, alle Städte, die wir kannten oder kennen, habe ich. Und dann haben wir noch ein Fußballspiel gesehen. Aber natürlich auf YouTube, natürlich nicht live oder so, sondern Best of. Haben ein bisschen Musik gehört, das war in der 4. Stunde, war eine schön entspannte Stunde. Du hast bekloppt angefangen und wird auch bekloppt enden. Hab ich doch gesagt. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, ich werde dich jetzt mal vielleicht öfters brauchen für Thema digitale, für digitale Sachen. Und dann hat sie noch bedankt und fertig ist, es gehört sich auch. Danke. Hat sie gesagt. Wie gesagt, immer wieder gern. Bekloppt wird alles enden, wenn die Woche schon bekloppt anfängt. Und dann haben wir noch Google Maps geöffnet und. Dann haben wir noch Google Maps geguckt, wie Berlin aussieht. Wie Hamburg, Hagenow. Ein Dorf in Hagenow, also bei Dorf, ein Dorf in, bei Hagenow. Haben wir uns angeguckt, ja. War schön. Und bekloppt endet. Diese digitalen Tafeln sind einfach nur geil. Also wenn mich jemand um dem Thema digital fragt, dann sage ich immer wieder gern. Immer wieder gerne. Ich, wenn Lehrer fragt, mach das, aber mit einem Tablet, dann meist gerne, aber mit Blätter, kannst vergessen. Hat auch zu uns gesagt, ich will die Blätterwirtschaft abschaffen hier. Denkst du, was ich will? Ich will auch die Blätterschaft abschaffen. Ja, aber dann braucht man einen Drucker. Scheiße. Und dann brauchen wir nicht mehr die Zeugnisse bald. Also nicht Zeugnisse. Die digitale Technik ist ja so fortgeschritten. Dann haben sie noch gesagt. Ach so, dann können wir keine Noten mehr verheimlichen, dann sind die Noten alle in einer Cloud. Alles und so weiter. Wenn ihr mit dem digitalen Kosmos auch beschäftigt seid, dann schreibt mir euch an, ich helfe euch gerne. Ja. Ich weiß nicht, ob. Außer wenn ihr jetzt die dummen Fragen schreibt, wie mache ich ein Handy an? Wie mache ich ein Tablet an? Wie mache ich ein Radio an? Wie schalte ich Alexa an? Einfach Strom raufgeben und fertig ist und einfach einen Knopf drücken. Wie man das Handy lauter und leiser. Wenn sind das nur alte Menschen, die mir das schreiben, ich beantworte es gerne. Aber wenn nur, müsst ihr mir das Alter schreiben, weil sonst kann ich euch nicht ernst nehmen. Ob ich noch darüber reden soll. So blöd bin ich nicht. Ob ich die WG beenden soll. Hätte noch einen Ball gehabt, die habe ich auch nicht mehr, das auch schon. Ich glaube, diese WG hat mir immer begleitet, eigentlich, immer mein Leben, weil diese WG namens Elben-WG habe ich seit 2019. Alter, dieses Video geht 2 Minuten und ich habe 9 Minuten, ey, scheiße. Seit 2019.
nachdem ich mit dem Mia und Oskar, also an der WG war, danach haben wir... Die haben jetzt auch Freundin. Der hat jetzt auch eine Freundin aus meiner alten Klasse. Die gehen alles, ich sag die Schule jetzt nicht, gehen auch auf der Realschule. Er hat den Kontakt abgebrochen, weil ich an einer anderen Schule ging, weil das total... Private Schule, apropos Schule-Thema, da habe ich noch eine Frage vom Zuschauer gekriegt, vorhin über Instagram, so, mein Tablet. Die Frage war, warum hast du die Schule gewechselt? Ich habe LRS gehabt, also Leserechtschreibschwäche, oder? Oder nee, Mathe hatte ich Probleme gehabt. Und seitdem ich in dieser Schule bin, in der neuen jetzt hier, Förderschule, geil, ich mag diese Schule immer noch. So, jetzt gucken wir uns das Video an. Die schlimmste Nacht 2.0 um 1 Uhr, 15.03.2022, auch schon 2 Jahre her. Wirklich schon 2 Jahre. Morphen? Okay, ich bin mit Fritzbox verbunden, aber Fritzbox, mach doch jetzt hier. Hä? Wieso funktioniert das? Moin Leute, herzlich willkommen zu einem Scheiß-Video. Zu einem Scheiß-Video, dann können wir es ja beenden. Können wir auf das Fragen-Video reagieren? Weil das war Moin Leute, richtig herzlich eklig. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem alten Zimmer. In der alten Hut. Also in der alten Wohnung, sage ich jetzt mal. Dieser Schrank. Da stand früher mein Schreibtisch. Ja. Ja. Da stand früher mein Schreibtisch hier hinten. Beachtet den Typen jetzt mal nicht hier. Da meine Tür, Übergang zum Flur. Hinten, da stand mein großes Regal. Das wurde nachher ersetzt 2022. Wurde dann nachher ersetzt. Und jetzt 2020 wurde ersetzt durch ein IKEA-Regal. Ist wirklich ein kleiner IKEA-Regal. Denn da habe ich auch noch YouTube-Videos dazu. Da kann man auch noch alte Videos reagieren, wo ich ein bisschen beleidigt habe und sowas. Ja. Dann dahinter, neben der Tür war mein Schreibtisch, wo früher Schrank war. Da hatte ich auch meine ersten Videos gedreht, auf Florian Olms. Heute wird dieses Video ein Uncut-Video sein für immer, aber heute geht es nicht um Uncut-Videos, heute geht es um Fragen beantworten. Fragen beantworten? Das mache ich jetzt nur noch zu oft, weil ich kriege gefühlt jeden Tag Fragen auf Instagram. Wie heißt du? Warum heißt du so? Was auch immer. Ich kann darauf keine richtige Antwort geben, weil ich halt ein Elvin-Fan bin. Und ja, so, ich möchte das auch auf meinem YouTube-Kanal nutzen. Richtig. Und diese Fragen beantworten sind zum Beispiel, wie Freunde hast du? Du bist 15, du Graubreif, du Elvin und die Chipmunks. Bist du so ein kleines Kind? Nein. Ich guck's aber noch, also lasst mich doch gucken, was ihr wollt. Hier ist wieder Fußball, okay. Thema Abschweifung. Und es reicht langsam, dass manche kritisieren, dass immer noch welche mit 15 Kinderserien gucken. Manche gucken noch mit 40 Kinderserien. Manche gucken mit 30, mit 20. Also das ganze Leben besteht gefühlt aus Kinderserien. Und die Serie wird so lange gucken, bis ich Bock hab. Wie viele? Das dürft ihr nicht entscheiden. Wie viele Eltern hast du, was euch gar nicht interessiert? Wie viele Eltern? Ich habe nur 2. Vielleicht auch 3 Stiefvater und Vater. Und Mutter. Oder Mutter und Mutter, keine Ahnung. Ist auch nicht schlimm. Wie Freunde hättest du gerne? 5. Mehr. 5. Ernsthaft? 5? Ich habe 2 und ich habe bisher sogar eine 5 Freunde erreicht. Mit dem einen bin ich schlecht auseinandergegangen, also nicht geprügelt oder sowas. Weil die Mutter hat mit meiner Mutter keinen Kontakt mehr und deswegen, mit denen sind wir nicht mehr befreundet. Zu denen sind wir auch mit nach Hause gegangen. Aber jetzt habe ich Felix und wenn sie die reichen mir die 2. Ich hatte mal einen dritten gehabt, aber da sind wir irgendwie wegen den Namen auseinandergegangen, also ausgestritten, also haben wir uns wegen den Namen gestritten, dann hat er gesagt, leck mir am Arsch, fertig ist. Wegen den WG-Namen ich und sowas. 5. Ich werde WG gründen, ein verspreche mehr. Euch. Ein Freund mehr möchte ich haben. 3, 2, 4, 5, 6, 7. Gefühlt habe ich meine halbe Klasse als Freund.
weil die alle nett zu mir sind. Aber Freunde sind ja eher, die zusammen lachen, die wir eher was zusammen machen, die zu einem Haus kommen oder sowas. Das sind für mich Freunde. Vincent ist ein ganz guter Freund. Felix auch, der kommt auch manchmal zu mir nach Hause. Vincent zwar nicht, aber er war schon mal bei mir zu Hause, das zählt, denke ich mal schon. Aber egal. Eigentlich. Keine, nein, natürlich nicht. Die nächste Frage ist, kannst du mich grüßen oder die anderen Zuschauer, die immer gegrüßt werden sollen? Nein, ich mache es jetzt nicht, weil sonst werden die Namen wieder released. Die aus dem Norden kommen und keinem Moin sagen. Die sind auch Mecklenburger. Natürlich, alle Deutschen sind Mecklenburger, wenn sie in Mecklenburg-Vorpommern wohnen oder wohnen wollen. Ihr seid sofort in Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Schön hier oben an der Ostseeküste. Also nicht weit. 1 Million Einwohner, das muss ich auf 2 Millionen aufrechnen. Wir sind das einzig Bundesland, das einzig größte Bundesland, das die wenigsten Einwohner hat. Also, wow, was ist an unserem Bundesland falsch? Ist das schöne Ostseeküste hier bei uns? Oder sind die Dörfer scheiße? Oder die Städte? Was sind das für euch? Die nächste Frage ist, kannst du mal auf Varion reagieren? Dein Kumpel. Varion. Mein Kumpel. Nein. Ja, könnte ich machen. Mache ich aber nicht. Weil ich mag es nicht, wenn ich jetzt auf anderen Reaction-YouTuber reagiere. Er reagiert auch auf keine Videos. Aber ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt auf seine Videos reagiere. Nee, das sind ja auch meine Videos. Also ich mag es nicht gerne, wenn Berühmte auf meine YouTube-Videos reagieren. Mag ich nicht. Wieso, der ist berühmt. Ja, und? Da habe ich auch nichts von. Auf Florian. Davon wird das Geld 0 Euro auch nicht völle. Aber nicht, dass er ein Kumpel ist. Heißt er nicht gleich. Auch mein Lieblings-YouTuber. Da habe ich einfach Ledergürtel gehabt. Egal. Ja, nur weil er so heißt wie ich. Also, heißt jeder Flo, der jetzt Flo heißt, ist Florian Silbereisen mein Kumpel? Ist Florian Ambrosius von Togum auch mein Freund? Oder mein Kumpel? Ich weiß nicht, wie der heißt, Vario mit, der heißt Florian, aber Nachnamen weiß ich nicht. Ist jetzt auch mein Kumpel? Ist jetzt jeder, der Flo heißt, mein Kumpel? Die Hälfte nicht, gar keine, also, nee. Also, nee, mit dem bin ich befreundet. Nee, ich mag den nicht mehr. Scheiße. Bruder vor der Linse. Hast du diesen Kanal schon abonniert? Dann lass ihn. Ich kann den Kanal gar nicht abonnieren, aber auch egal. Like und ein Abo da. Oder einen Kommentar. Der Titel aktiviert? Oder schreib gerne einmal einen Kommentar, ob du schon mal Corona hattest. Aber ich glaube nicht. Ich hatte Corona gehabt, wirklich. Die nächste Frage ist... Und das Gute war, ich hatte eine Woche frei und ich wollte am den Tag zur Schule, Anfang der 7. Klasse, hatte ich Corona gehabt. Das hat mich richtig aufgeregt. Anfang des Schuljahres. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ich war die ganze Woche, bis Donnerstag war ich, glaube ich, bis ich aus der Quarantäne wiederkam oder wieder einen Test gemacht habe, wo ich nachher negativ war oder wo es mir besser ging, bin ich nachher in die Schule gegangen. Hab einen Test gemacht und fertig ist, weil mich wollte jemand anscheißen aus meiner alten Klasse. Eklig. Der Bot in der Nase. 18 Minuten. Ey, das gefüllte Video besteht nur aus Reden. Guckt aus deiner Klasse jeder ein Video von dir. Gefühlt die halbe Schule guckt meine Videos. Einer aus der Parallelklasse hat gesagt, ja, du traust dir es wenigstens, aber wir nicht. Aber ich glaube, das hat er nur als Bluff gesagt. Weil jeder könnte sich vor die Kamera stellen und hallo sagen, hallo, ich bin Flo, hallo, ich bin Niklas oder hallo, ich bin Josef oder wie ihr heißt da alle. Oder hallo, ich bin Lukas oder was? Oder auch immer, oder Felix oder Jensen oder was auch immer. Das waren nur Beispielnamen jetzt. Also ich hasse sowas. Wenn jemand sagt, ich freue mich, dass du YouTube machst, aber in echt ist es einfach nur ein totaler arroganter Arschloch, der sich über meinen YouTube-Kanal lustig macht, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas geben wird. Also wenn es sowas geben würde,
Dann würde ich sagen, mach doch selber YouTube. Ja, das ist, wie anstrengend das ist. Mein Gehirn vor, dass wieder welche meine YouTube-Videos gucken. Und das ist mir auch völlig egal, Hauptsache meine Videos kommen überhaupt an die Plattform. Genau. Die nächste Frage ist, wurdest du schon mal bemobbt oder bepöbelt? Gemobbt? Ja, wo ich die Maske auf hatte in der Schule, wo Corona endlich vorbei war, da habe ich gesagt, Maskenkind und so, wurde ich immer bezeichnet. Da habe ich gesagt, halt die Fresse, setz doch selber diese scheiß Maske auf. Nee, hab ich keinen Bock, den Film eingehängt. Ich hab gesagt, lasst mich doch in Ruhe, ihr Arschlöcher. Wo ich gesagt, lass mich in Ruhe, ihr Arschlöcher. Und danach, an dem Tag danach, habe ich keine Maske mehr aufgehabt. In einem Video. Ich gehe jetzt auch so freihändig zur Schule, ist mir auch scheißegal. Nee, wurde noch nie. Ich wurde noch nie gemobbt wegen einem Video. Wurdest du schon mal in Flüff? Nee, ich wurde noch nie gemobbt in der Schule. Generell nicht. Hast du dich in deinem Video, hast du mal in einem sehr älteren Video dich mal versprochen? Kann sein, dass du da flaurig gesagt hast. Flaurig? Wer ist flaurig? Wer ist flaurig? Meine Mutter, der Ex-Kerl, war nicht verheiratet oder so. Der Sohn hat immer gesagt, Florian. Der hat nicht Florian, sondern Florian gesagt. Ja, manche können nichts dafür. Darauf habe ich noch gar nicht reagiert. Aber manche machen das auch mit Absicht. Das wird immer reagiert. Morgen kommt ein Experiment. Mit Feuer machen. Mit Feuer. Feuerzeug würde ich nehmen. In diese Wohnung, wenn ich die sehe, da könnte ich wieder hinziehen. Für die besser als die jetzt. Weil der Vermieter hier macht nichts. Privat halt, geizig. Wollen nur Miete schlucken. Die nächste Frage ist, wann ist das Video vorbei? Das Video ist in 2 Minuten vorbei. Und ich gebe noch 2 Minuten. Was? Ernsthaft? Der hat da 2 Minuten gesagt. Ich habe auch 2 Minuten gesagt. Nächste Frage, wann kommt mal wieder ein Gaming-Video? Die Gaming-Videos kommen wieder. Muss mal gucken, wann ich wieder Bock drauf habe zu zocken. Viele wollen ja immer Online-Spiele spielen. Das könnt ihr vergessen. Auf diesem Kanal kommen keine Online-Spiele. Wenn auch außer auf dem Handy. Auf dem PS Plus. Ich muss mir immer Geld ausgeben für jeden Scheiß. Ihr habt ein Bankkonto. Ja, ich könnte mir jemanden jeden Monat 9 Euro abziehen lassen. Aber davon habe ich auch nichts. Weil ich gefühlt nur einmal im Jahr, im Monat an der Konsole hängen, dann brauche ich nicht jeden Monat 9 Euro irgendwas ausgeben. Seltene Frage, die ich gerne ich beantwortet würde. Ihr wisst ja, also falls ihr mein gestriges Video nicht gesehen habt, mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt und was nimmst du auf? Ich hatte immer ein zweites Handy dabei gehabt. Ich habe jetzt 3 Handys. Eins ist Schrott, weil das immer der Akku leer ging, bin ich so ausgerastet. Da habe ich auf Heizung geschlagen. Daher war es kaputt. Nach habe ich noch 2 Handys, 2 Tablets und das reicht mir aus. Ich denke mal, das ist kein von euch interessiert. 2 Handys habe ich und 2 Tablets. Doch, das interessiert vielleicht Gamern von Heaven euch, Radio. Die Gaming-Video gucken. Also braucht ihr erstmal nicht auf diesem Kanal schauen zu lange. Nächste Frage. Kannst du mal im Dunkeln ein YouTube-Video machen? Mache ich ja gerade. Woran sagen, wo ist es jetzt auf einmal schwarz? Die nächste Frage ist, Florian, kannst du mal eine Lichtstufe heller machen? Die erste Lichtstufe. Gar nicht machen. Zweite? Mal auf diese Lichtstufen, diese Lampe habe ich leider nicht. Doch, die habe ich noch, aber mit der Lampenschirm ist kaputt. Ja? Dritte? Wir machen mal auf Risiko dunkel. Risiko dunkel, genau. Ich hatte im Angst im Dunkeln gehabt. Ich habe mich gefühlt eingepisst dann bei dem Video. Wenn das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn jemand immer Videos guckst, ist mein Freund. Alles gut. Alle YouTube-Videos, alle Abonnenten sind meine Freunde. Also 233 Freunde habe ich schon insgesamt. So viele Freunde hätte ich gerne in Real Life. Ja. Öffentlich, mal gucken. Was ist das Beliebteste? Ach, NDR macht wieder einen auf. Scheiß Scam-Nummern.
So, apropos Scam-Nummern. Hat nichts mit dem Scam zu tun, aber wir werden jetzt das Video beenden. Ich muss noch Abendbrot essen. Es ist 18 Uhr, guckt auf die Uhr. Ich habe noch kein Stück Abendbrot gegessen. Deswegen werde ich jetzt Abendbrot essen und dann wahrscheinlich werde ich danach noch ein Video hochladen. Aber das Video hier dauert sowieso lange. Ich habe diesen, so wenig, falls ihr noch nicht auf meinem YouTube-Kanal lange drauf seid, seit. Heute? Nee, seit dem 15.02.2024 haben wir eine 500 Mbit der Leitung und 25 Mbit sind Upload. Deswegen dauert es jetzt ein bisschen, weil 1000 war mir uns zu viel, war es uns zu teuer und zu viel. Ja, weil 1000 brauchen wir gar nicht. Die Fritzbox haben jetzt gewechselt zu 6660, aber egal. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, da Abo, immer abonnieren, würde ich euch empfehlen. Schaut beim zweiten Reaction-Video, das morgen kommt, das werdet ihr aber heute hochladen. Als Premiere morgen hochladen. Ja. So, Kamera kann auch wieder an. So, haut rein. Tschüss.